Was würdet ihr sagen, wenn wir euch eine Galaxie zeigen, die aussieht wie ein Pinguin oder eine, die ihre Nachbarn anspuckt? Die ungewöhnlichsten Galaxien im Universum sind unglaublich, rätselhaft, wunderschön oder einfach nur schräg. Es ist faszinierend, welche Formen und Farben das Universum ausbildet und welche bizarren Verhaltensweisen Galaxien im kosmischen Miteinander so zeigen können. Wir begeben uns jetzt auf einen Streifzug durch das Universum und beleuchten die 10 seltsamsten und ungewöhnlichsten Galaxien aller Zeiten. Pinguin oder Delfin? Galaxien sehen aus wie Spiralen oder Scheiben, richtig? Falsch. Die interagierende Spiralgalaxie NGC 2936 sieht aus wie ein Pinguin oder ein Delfin. Mindestens 326 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist diese Galaxie absolut faszinierend und wunderschön. Einige argumentieren, dass sie wie ein Delfin aussieht, während andere sagen, dass sie eher wie ein Pinguin aussieht, der ein Ei hält. Die Form variiert leicht je nach Blickwinkel und ist auf jeden Fall einzigartig. Der Kern der Spiralgalaxie kann als das Auge des Delfins gesehen werden. Das, was man auf der linken Seite sieht und was wie die Nase eines Delfins aussieht, ist eigentlich eine riesige sternbildende Region. Alle neuen Sterne und die umgebenden Gas- und Staubnebel leuchten hell auf, was diese Galaxie wirklich beeindruckend macht. Zustande kommt die Form, weil die Spiralgalaxie NGC 2936 mit der elliptisch geformten Galaxie NGC 2937 interagiert. Gemeinsam bilden sie diese galaktische Schönheit. Das Galaxienpaar ist zusammen als ARP 142 und ein Rätsel für die Wissenschaft. Beide Galaxien vereinen sich nicht, sondern ziehen ständig aneinander. Als Folge dieser Interaktion entstehen Störungen in den Gas-, Staub- und Sternstrukturen, die die Form eines Delfins oder eben eines Pinguins ergeben. In einer Milliarde Jahre werden die beiden kosmischen Streithähne ihre galaktische Diskussion beendet haben. Dann wandeln sie sich in eine andere Galaxie und die Delfinform wird verschwinden. Rubins Galaxie. Die Astronomin Vera Rubin entdeckte eine Galaxie, die viele Fragen aufwirft. Als ungewöhnlich große Spiralgalaxie zeigt diese Formation weitere Besonderheiten wie staubige Arme, herrliche rosa Signaturen von ionisiertem Wasserstoff, leuchtend blaue Sterne und eine sehr flache Form. Rubins Galaxy oder UGC 2885 ist entweder durch Gasakkretion, kleinere Galaxienverschmelzungen oder beides entstanden. Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop fanden Beweise für eine allmähliche Akkretion von Gas, was bei dieser Größe eine Besonderheit wäre. In der direkten Umgebung der Galaxie fehlen größere Strukturen und bereits Vera Rubin vermutete, dass ihre Galaxie so weit ausgreifende Spiralarme bilden konnte, weil um sie herum einfach nichts ist, das sie daran gehindert hätte. Rubins Galaxie ist wirklich enorm und einzigartig. Die versteckte Galaxie. Die mysteriöseste Galaxie in unserem näheren Umfeld ist IC 342, auch bekannt als die versteckte Galaxie. Vermutlich ist an dieser Galaxie im Detail gar nicht so viel ungewöhnlich, wir können sie nur nicht sehen. IC 342 gilt als die am schwierigsten observierbare Galaxie im Universum. Sie liegt direkt in der Nähe des Äquators der Milchstraßenscheibe. Hier ist der Himmel sehr dicht mit kosmischem Gas, hellen Sternen und viel Staub, was es schwierig macht, diese dahinter verborgene Spiralgalaxie zu sehen. Die Galaxie soll nur 10,7 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt sein, was in kosmischen Maßstäben sehr nah ist. Neben Andromeda und der Triangulum-Galaxie ist IC 342 einer unserer nächsten und wahrscheinlich schönsten Nachbarn. Hubble konnte einige wenige farbenfrohe Bilder der Galaxie aufnehmen und die zeigen, dass sie aktiv Sterne produziert und möglicherweise eine der hellsten Galaxien am Himmel wäre, wenn sie denn von unserem Blickwinkel aus sichtbar wäre. Die Space-Bonbon-Galaxie. Wie muss eine Galaxie aussehen, damit sie von Wissenschaftlern den Namen Space Candy bekommt? Schön, schöner, am schönsten und genau das trifft auf eine Galaxie zu, die etwa 100 Millionen Lichtjahre entfernt von uns ist. NGC 2336 ist groß, wunderschön und blau. Bilder vom Hubble-Teleskop zeigen deutlich die Schönheit und schiere Pracht dieser Balkenspiralgalaxie, die sich über etwa 200.000 Lichtjahre erstreckt. Astronomen waren sich sicher, würde es einen Schönheitswettbewerb der Galaxien geben, so hätte sie gewonnen.
Space Candy ist nicht die größte jemals entdeckte Galaxie, hat aber wunderschön auslaufende Spiralarme, die reich an jungen und hellen Sternen sind. Das leuchtende blaue Licht kommt von einer großen Menge sehr junger und großer Sterne. Im Zentrum dagegen leuchtet das Space Bonbon rötlich, eine Farbe, die von älteren Sternen abgegeben wird. Entdeckt wurde die galaktische Schönheit bereits im Jahr 1876 durch den deutschen Astronomen Wilhelm Tempel. Galaxie in einer Galaxie. Im Jahr 1950 stolperte der Astronom Arthur Hoke über eine seltsam aussehende Galaxie. Er studierte sie und kam zu dem Schluss, dass es sich entweder um eine einzigartige Galaxie oder einen planetarischen Nebel handelt. Etwa 8 Milliarden Sterne tummeln sich in der Formation, was einer winzigen Galaxie entsprechen würde. In unserer Milchstraße sind mehrere 100 Milliarden Sterne vorhanden. Dieses kosmische Wunder hat Astronomen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten verwirrt. Das Zentrum dieser Galaxie erscheint als eine Kugel oder ein Cluster von rot gefärbten älteren Sternen, während der umgebende Ring hauptsächlich von hellblauen jungen Sternen dominiert wird. Nach seinem Entdecker benannt, ist das Hoke-Objekt ein seltsamer Anblick. Wahrscheinlich ist die Ringgalaxie ein Ergebnis einer bisher unbekannten Interaktionsstruktur zwischen zwei Galaxien oder einer galaktischen Fusion. Es ist möglich, dass eine heftige Kollision mit einer benachbarten Galaxie diese Art von Loch in der Scheibe verursacht hat. Hoke selbst schlug vor, dass das ringförmige Aussehen eine optische Täuschung sein könnte. Doch Bilder vom Hubble-Weltraumteleskop haben diese widerlegt. Der seltsame Nachbar. Es ist kein Geheimnis mehr. Galaxien bilden Gruppen, Kindergärten, Zweiergemeinschaften, sie saugen sich gegenseitig aus, vereinen sich und sie können Nachbarschaften bilden, ganz so wie wir das größtenteils auch tun. Da gibt es dann Nachbarn, neben denen wohnt man lieber und andere können einem Mut zu einem Umzug machen. Wer in der galaktischen Gemeinschaft zufällig auf Centaurus A trifft, sucht wahrscheinlich besser das Weite. Diese Galaxie hat ein supermassives, aktives schwarzes Loch direkt im Zentrum, das etwa 55 Millionen Mal massereicher als unsere Sonne ist. Nicht nur, dass dieses schwarze Loch ungeheure Anziehungskräfte besitzt und enorme Mengen an Materie verschlingt, der kosmische Riese bildet dabei auch noch giftige Jets, die sich über tausende von Lichtjahren im Weltraum ausdehnen. Diese Plasma-Jets sind extrem hell, wodurch die Galaxie bereits im Jahr 1826 mit einem damals noch vergleichsweise schlechten Teleskop sichtbar wurde. Bis heute ist dieser rüpelhafte Nachbar Zentrum intensiver Forschungen und es stimmt verwunderlich, dass der Riese einige kleine Zwerggalaxien um sich geschart hat, die ihm wie kleine Diener folgen. Wer einmal einen Blick auf Centaurus A erhaschen möchte, muss im Sternbild Centaurus nach Süden blicken. Dieses Sternbild ist vor allem auf der Südhalbkugel der Erde gut sichtbar und liegt in der Nähe des Kreuz des Südens, einem der bekanntesten Sternbilder des südlichen Himmels. In klaren Nächten und fernab von starker Lichtverschmutzung könnt ihr versuchen, die Galaxie mit einem guten Teleskop zu beobachten. Weltraumungeziefer. Es gibt nichts, das es im Weltall nicht gibt, und so haben wir hier einen Kandidaten, der als Ungeziefer-Galaxie bezeichnet wird. An der Galaxie HD 107146 ist zunächst gar nicht so viel seltsam oder auffällig. Eigentlich ist sie eine ganz normale Galaxie und mit nur 89 Lichtjahren Entfernung ganz in der Nähe unseres Milchstraßensystems. Die Galaxie ist bekannt für ihre ungewöhnliche Paarung mit einem Stern, der unserer Sonne sehr ähnlich ist, und Forscher würden diesen Stern gerne näher untersuchen. Sie können aber nicht, weil die Lichtinformation der Galaxie und des Sterns verschmelzen. So können Forscher die beiden nicht voneinander trennen und einer der interessantesten Sterne, die es in unserem Umfeld gäbe, muss unerforscht bleiben. Dieses Ärgernis brachte der eigentlich harmlosen Galaxie den Beinamen Weltraumungeziefer ein. Wir von Simply Space finden, dass diese Galaxie aber eher wie eine gigantische Pusteblume aussieht. Oder was meint ihr? Schreibt's in die Comments. Die galaktische Kaulquappe. In dieser Galaxie sehen Forscher die Form einer Kaulquappe. Die Urform der sonderbaren Galaxie war ein Balken, der sich vom Zentrum herausstreckt und von einer Spirale umgeben ist. Entstanden ist diese riesige Kaulquappe durch eine Hit-and-Run-Kollision mit einer anderen Galaxie. Die beiden haben sich nur berührt und dann ist jede ihres Weges gezogen. Dabei hat aber die vorüberziehende Galaxie der anderen eine Art Schwanz herausgezogen, der sich über 500.000 Lichtjahre erstreckt. Damit ist alleine der Schwanz der Kaulquappe 10-mal länger als die Milchstraße.
Die restliche Form könnte durch die Kollision von zwei Scheibengalaxien entstanden sein, die auf eine viel kleinere Galaxie gezogen wurden. Was wir als Kopf der Kaulquappe erkennen, ist ein extrem zusammengeklumpter Sternhaufen, der aus dem Massenkollisionsereignis hervorging. Es ist im Weltraum nicht ungewöhnlich, dass sich an bestimmten Spots mehrere Galaxien auf engem Raum treffen, aneinander vorbeischrammen, sich überlagern oder miteinander verschmelzen. Durch solche Prozesse werden die seltsamsten Formen gebildet und wir erfreuen uns an diesen bizarr schönen galaktischen Gebilden. Bilder, die wir jetzt sehen, zeigen, wie es vor 420 Millionen Jahren möglicherweise ausgesehen hat. Und das ist wirklich umwerfend. Der kleine Bär. Die Galaxie Kleiner Bär hat ihren Namen von ihrem Standort im Sternbild Ursa Major, das auch als Großer Bär bekannt ist. Etwa 50 bis 60 Millionen Lichtjahre entfernt soll dieses Gebilde der Prototyp einer Galaxie sein. Tatsächlich ist der Kleine Bär eine der wenigen sternbildenden Galaxien im Universum und sie ist sehr metallarm. Eine geringe Metallizität bedeutet, dass sie nicht sehr hell ist und daher schwerer zu studieren. Forscher nehmen bisher an, dass alle frühen Galaxien, die kurz nach dem Urknall erschienen, solche leuchtschwachen, metallarmen Gebilde waren wie der Kleine Bär. Dass der Kleine Bär etwas schwächlich daherkommt, könnte aber noch einen anderen Grund haben. Der Nachbar klaut dieser Galaxie nämlich ihr Gas. Das zeigt, dass es Dreistigkeit auch auf galaktischer Ebene gibt und wir vielleicht unser Bild über kosmische Interaktionen wieder ein bisschen anpassen müssen. NGC 3359 ist eine Riesengalaxie und scheint seinem Nachbar alles Gas abzusaugen, um selbst immer noch mehr Sterne zu bilden. Dieser galaktische Kannibalismus ist bisher einzigartig und wird von Forschern mit Spannung verfolgt. Kosmischer Yeti. Was können eine Galaxie und der Schneemensch Yeti gemeinsam haben? Sie sind beide Legenden, schwer auszumachen und meistens erhaschen Menschen nur einen flüchtigen Blick auf sie. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Unsicherheit, ob es sie überhaupt gibt. Die Cosmic Yeti Galaxie wurde von einem Team von Astronomen entdeckt, die das Atacama Large Millimeter Teleskop in eine weit entfernte Region des Universums lenkten. Dabei zeigte sich, dass diese Galaxie nur 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall existierte, was wirklich erstaunlich ist, denn die ist sehr groß und hat eine Masse von etwa 300 Milliarden Sonnenmassen. Es ist wirklich erstaunlich, dass diese Galaxie in einer Zeit existierte, in der das Universum noch sehr jung war. Dennoch fehlen bisher eindeutige Beweise, dass es sich bei dem Objekt SPT041847 wirklich um eine Galaxie handelt. Mal erscheint sie so, dann gibt es wieder Hinweise, dass sie etwas anderes ist oder dass es sie gar nicht gibt, ganz so wie beim Schneemenschen Yeti eben. Doch ganz im Gegensatz zum Yeti sind unsere Videos real und erscheinen regelmäßig. Wenn du jetzt auf Like und Abonnieren klickst, verpasst du kein Video mehr. Bis bald!